bin Christine Flieger und ich habe meine Masterarbeit im Fachbereich Chemie erstellt. Der Titel meiner Arbeit lautet Transient Investigations of the Oxidation Kinetics of Carbon Materials. Es geht darum, das Abbrandverhalten von Kohlenstoffmaterialien genauer zu beschreiben und damit letztendlich für eine effizientere Verbrennungstechnologie zu sorgen. Also meine Arbeit fand als Teil eines Sonderforschungsbereichs statt. Das ist der Sonderforschungsbereich Oxyflame und der beschäftigt sich mit der Oxyfuel-Verbrennung von festen Brennstoffen in Kraftwerken. Das heißt also, dass der Brennstoff statt in einem gewöhnlichen Luftgemisch in einem Gemisch aus Sauerstoff und rückgeführten Verbrennungsgasen umgesetzt wird. Dadurch ist dann der Anteil an Kohlenstoffdioxid im Abgas größer und letztendlich kann das Kohlenstoffdioxid dann besser abgetrennt werden und dann somit entweder gespeichert oder für Prozesse nutzbar gemacht werden kann. Der Fokus meiner Arbeit war speziell auf die Oberflächenreaktion zwischen Sauerstoff und Kohlenstoff ausgerichtet. Und dabei ging es dann darum, dass in dieser Reaktion verschiedene Oberflächengruppen entstehen können und die sollten genauer charakterisiert werden, um eben das Abbrandverhalten besser beschreiben zu können. Ich habe angefangen mit der Probensynthese und dann war das Besondere, dass ich zuvor im Spezialisierungspraktikum eine neue Versuchsanlage aufgebaut habe und die wurde dann für die Messung meiner Masterarbeit eben erstmalig eingesetzt. Aber das Messen war dann doch so die ersten Versuche nochmal eine Herausforderung und hat so ein bisschen Tuning gebraucht. Ja, es war auf jeden Fall sehr spaßig, es war sehr vielfältig und immer wieder interessant. Und kamen auch immer wieder Aspekte zum Vorschein, mit denen man vielleicht am Anfang nicht so gerechnet hat, wo sich dann nochmal neue Themen aufgetan haben. Und es war, ja, sehr spannend für die Masterarbeit.